Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2 Hohoho. Und wir haben im letzten Part hier drinnen eine schöne Rune gefunden, haben auch gleich alle 4 Runen verwendet für eine neue Fähigkeit. Hurra! Und wie das Kasperl, hurra! Und wir gehen weiter. Das Buch hatten wir schon. Historiker Douglas Harwickles. Die Herzogin in Grün. Hatten wir noch nicht, ne? Viel ist über Theotanis Abele und seine Söhne geschrieben worden. Aber auf ihre eigene stille Art hat Herzogin Callas Abele einen unvergesslichen Beitrag zur Serkonus geleistet. Als Kunstsammlerin hat sie das Gemälde Radanis Abeles Inkongruenz mit der Zeit bei Anton Sokolov in Auftrag gegeben. Als Hommage an ihre verstorbenen Söhne Radanis, an ihren verstorbenen Sohn Radanis, der während seines Studiums im Ausland von einem verwirrten Straßenschurken getötet wurde. Ach, wie traurig. Herzogin Abele war auch Architektin und beschäftigte sich mit vielen Projekten, so etwa mit dem Bau eines Hauses für die Waisen der Seefahrer. Das ist aber nett. Für die Waisen der Seefahrerakademie oder dem Verlegen des Marmorbodens im Herzogspalast. Ja, toll. Der Marmor war ein Geschenk der verstorbenen Kaiserin Jessamine Coldwin. Okay, dann ist okay. Die den Stein aus den Klippen von Redmoor brechen ließ. Die herzogliche Residenz wurde jedoch abgerissen, um Platz für den neuen Palast zu schaffen, wie verschwenderisch, den Luca Abele in Auftrag gab. Im Wesentlichen gingen alle Kunstwerke und Schätze aus der alten Residenz verloren und wurden zerstört. So. Callas lebte sehr zurückgezogen und ließ sich nur selten in der Öffentlichkeit blicken. Sie starb in ihrem 57. Lebensjahr nach einem tragischen Sturz von einem Balkon. Och, Menno. Die hat sich echt nett angehört, die Dame. Fast übersehen, das Büchlein. Entschuldigung. So. Unsere Dingensfähigkeit. Wir müssen irgendwie darüber. Ah, ich glaube. Nein, nicht laufen. Langsam. Alter. Voll verdrückt. Entschuldigung. Ja, du Blutfliege. Ich glaube, wir müssen hier durchs Treppenhaus. Die Frage ist nur, können wir von ganz oben? Ah, nichts ist mit ganz oben. Da ist, hat sie schon aufgehört, ne? Ja. Da hat sie schon aufgehört, tut. Aufgehört, ja, ja. Na, hallo. So. Fliege Blut. Schleich, schleich, schleich. Lucky, look, look. Scheint leer zu sein. Upp, ist leer. Vielleicht finden wir hier ein paar Münzen. Ein Schraubestock. Da, schau, leichter Beutel, Münzen. Noch mehr Münzen? Ich stehe mal kurz auf. Ja, tatsächlich. Eine 5er und eine 1er Münze. Kabelwerkzeug, aber jetzt nicht dein Ernst. Und die habt ihr. Tutorial, Kabelwerkzeug. Deaktiviere Sicherheitsvorrichtungen oder manipuliere sie mit einem Kabelwerkzeug. Vollständiges und so und so. Ah, verstehe. Wenn ich das erfolgreich manipuliere, werde ich keinen Schaden wahrscheinlich bekommen. Und die Gegner kommen nicht drauf, dass der Strom aus ist. Ah, ja. Okay. Dann habe ich wieder mal dumm reagiert. Entschuldigung. Ich, will immer halt auf Nummer sicher gehen. Dann hätte ich mir jetzt die Aufmerksamkeit von denen ersparen können. Die erhöhte Aufmerksamkeit. So, ja. Macht ja nichts. Zocki muss ja auch noch lernen. Das kleine Mädel, ne? Ja, ja.
So, es wäre aber auch schön, mal wieder das Herz zu benutzen. Wie ein Bergwerk einbricht. Ich schieße das jetzt über sie. Bettler verschlingt. Naja. Eine Katze auf einem Kissen schläft. Das ist die schönste Mitteilung. Bis jetzt. Gut. Da geht's irgendwie nicht raus. Außer hier. Look, look. Natürlich sind hier Wachen. Aber jetzt scheinen wir sicher zu sein. Warte, das ist wieder speicherungswürdig. Entschuldigung. Ja, natürlich laden. Jetzt geht's nochmal. Ja. Weil ich mit der Animation noch nicht fertig war. So, das können wir also getrost. Das hätte ich nicht speichern dürfen. Da hätte ich müssen drauf speichern, ich Idiot. Jetzt habe ich den einen Spielstand überschrieben. Mit wo hoffe ich nichts passieren mit der Aufnahme. Und genau jetzt geht wieder was schief. So. Ja! Okay, da sind wir da unten einfach nur. Wenn ich jetzt von oben rauf gehe, also ich gehe jetzt oben rauf, beim Fenster und so, beim Balkon, ne? Also sprich, da in diesem Raum hier geht's vielleicht besser. Na du Käfer. Was? Hey, na na. Tschüss. Ich muss nochmal laden, Entschuldigung. So. Die Blutfliegen machen mich wahnsinnig. So. Also nochmal rauf oder von hier rauf hüpfen. Eins von beiden. Wenn wir schon hier unten sind, werde ich mal probieren, von da auf die Säule zu hüpfen. Wird mir wahrscheinlich nicht gelingen, unentdeckt das zu schaffen. Ja, probieren wir es halt einfach mal. Ich wollte so viel mit dir. Ja, weil ich das Herz schon mal ausgerüstet habe. Was war das? Idiotin. Irgendwie andere Richtung rüber. Aha. Beim haarigen Arsch des Outsiders. Okay, das war keine gute Idee. Am besten ist wirklich nochmal laden. Und ich muss oben raus. Alles klar. Okay. Oben raus ist wahrscheinlich wirklich besser und einfacher. Also gehen wir nochmal das Stiegenhaus rauf und zum Balkon und von dort dann weiter. Ja, da tun wir das machen tun. Ja. Mhm. Genau. So. Okay. Mami, ich muss dich mal kurz weggeben. So wie es ausschaut, haben wir zumindest mal hier in dem Bereich alle Runen. Wie kann der mich jetzt hören? Bitte. Wie geht das? Ich habe nichts gemacht. Durch die Blutfliegen oder was? Komme ich gerade nicht mit. So. Ja, Blutfliegenkacke. Vielleicht hier raus. Okay, da geht die Blutfliegen an. Komm schon! Der Schlaufuchs geht die Blutfliegen an. Wie kommen wir hier jetzt weg? Auf dem Geländer rauf? Geht nicht. Okay.
Das geht auch nicht so gut. Okay, warte. Die Blutfliegen, ne? Also doch eher von unten. Boah, ey. Ja. Das ist echt führend so, ne? Ich möchte gern wieder diese Chlorophyll... War das Chlorophyll? Muss mich mal kurz umsetzen. Diese Betäubungsgeschichten hätte ich gern. Irgendwas. Ich weiß, ich könnte mit der Armbrust und so, aber ne. Ja. Machst du? Danke. Hä? Wegen der Tür jetzt, oder was? Aha. Wie geht das? Ich schleich doch. Komm ich nicht mit. Warte mal, ich will jetzt das mit dem Doppelgänger probieren. Jetzt. Moment, ich hab nicht einmal was gemacht. So, jetzt bin ich mal da. Na, bitte nicht. Warte. Da war es ganz kurz. Tja, war wohl doch nichts. Na, da ist ja nichts. Toll, jetzt bin ich da. Hat mir jetzt eigentlich nichts gebracht. Ja, lieber sicher gehen. Ich dachte, hier geht's vielleicht irgendwie weiter. Naja, vielleicht tut's es ja auch noch. Jetzt haben wir hier die Rohre. Sehe ich zumindest mal was. Was? War das gerade? Und warum war das jetzt? Ich habe nichts gemacht. Dann schlag mich da! Auf mich? Warum haut er jetzt auf mich? Ich komme da nie mehr raus. Ich glaube, ich komme da nie mehr raus. Einfach weglaufen und fertig, ne? Einfach oben drüber und lauf, was das Zeug hält und rein ins Dings, zum Dingsbereich. Ich komm da sonst anders, glaube ich, nicht mehr raus. Wurscht, ob der mich jetzt entdeckt hat. Ich will nur nicht umbringen.
So, und jetzt müsste eigentlich Ruhe sein. Außer die können wir folgen. Das wäre natürlich jetzt eine blöde Geschichte. Aber ich glaube, das hat so hingehauen, ne? Ich speichere das Ganze wieder. Sie wurde ich jetzt entdeckt, aber... Ich meine, noch habe ich keinen ermordet, ne? Also theoretisch... müsste ich einen guten Schnitt haben. So. Natürlich fallst du runter. Das kapiere ich nicht. Gut, dass ich gespeichert habe. Aber ganz ehrlich, das verstehe ich nicht. Warum? Sie ist eh auf der anderen Seite, ne? Warum nimmt sie das nicht? Das verstehe ich nicht. Das ist mir echt ein Rätsel. Genau, du tust mir nichts. Mhm. Und das soll ich dir glauben. So. Theoretisch müssten wir jetzt da in Sicherheit sein. Mal fürs Erste. So. Ich speichere jetzt nochmal, weil wir es bis hierher geschafft haben. So. Ja, die Rune haben wir erfolgreich geholt. Das war eh richtig so, was wir gemacht haben. Alles schön, alles gut. Das heißt, wir holen mal das Herz heraus, ne? Mami? Kann ich Wissen anbieten? Ich weiß nur, dass ich müde bin. Ach, mehr Mann. Nicht. Karnaka versinkt in Finsternis. Dieses Anwesen ist eigenartig schön. Doch diese Orte verfallen alle irgendwann einmal. Ewiger Konflikt. Mach du es nochmal, weil. Los. Ja, dann betreten wir das einfach, ne? Der Rest scheint fertig zu sein. Und ich? Was? So, abgebrochen. Maschinenhaus. Ah ja, gut, da steht eben noch dasselbe. Alles gut. So, Ladevorgang. Es lädt. Hui. Ein hartes Stück Arbeit bis hierher, ne? Aber ich bin froh, wir haben es einigermaßen sauber hinbekommen. Gut, bis zum Schluss jetzt wurde mir leider entdeckt, aber ja, ich habe noch keinen umgebracht, glaube ich. Das ist schon mal kein schlechter Schnitt. Lindosch, es wird Zeit für ihre Taten zu bezahlen und vielleicht finde ich Sokolov. Rette Anton Sokolov. Also dann gibt es kein Vielleicht, dann ist es ja schon bestätigt. Eliminiere Kirin Chindosh. Finde Kirin Chindosh. Vielleicht können wir ihn ja vorher foltern. Ich mag zwar keine Folter, wirklich, ich bin so viel zu soft für das, ich weiß. Ich mag keine Folter, aber... Ja, nimmst du das? Schau, wie sie das nimmt. Brave Emily. So. Ja, ich mag zwar eigentlich keine Foltern, aber naja, was soll man machen? Was ist denn das? Wäre doch toll, wenn das Ding die Layla in die Tiefen runterzieht. Ein Leviathan oder so, ha? Mmm, frische Früchte. Schön. Für später. So. Zuallererst einmal werden wir hier speichern tun. So. Und zwar wieder hier drauf. Okidoki. Und als zweites rufen wir unsere Mami. Irgendwo schau. Ist ein Nacharbeiterblut. Er verschweigt es seiner Frau. Willst du auch sie töten? Na, eigentlich noch nicht. Aber was nicht ist, kann noch werden. Mami ist immer so nett. So. Meine Lieblingsfähigkeit wieder reingepackt. Also da drüben ist mal was. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das Licht hier gefährlich ist. Positionierungshebel. Wer würde so etwas bauen?
Und warum? Jemand hat einen der Mechanismen im Haus aktiviert. Jindosh. Willkommen, Besucher. Mein Haus steht immer offen. Ich will wissen, wie ein normaler Mensch diese sich verschiebenden Räume überwindet. Ich bin Kirin Jindosh. Aber das wissen Sie sicherlich. Machen Sie weiter, Fremde. Gehen Sie die Treppe hoch. Wir treffen uns in der oberen Halle. Okay. Ich wollte jetzt nichts verhauen. Ich dachte, ich hätte schon gehen. Fremder. Hätte nochmal betätigen? Teilweise ist dieses Haus Luxus und Spektakel, würde ich sagen. Aber es ist noch mehr. Ein Meisterwerk. Der Ingenieur ist cool aus. Es schaut verdammt cool aus. Jetzt ist die Frage, war es jetzt am Anfang so? Ich hätte erwartet, dass sie sich inzwischen zeigen. Alter, geht das jetzt die ganze Zeit so? Ich will nochmal drücken. Das ist voll cool. Jetzt ist die Frage, ob ich mit dem Ding da mitfahren muss. Ah, der Raum hinter den Wänden. Tatsächlich. Ja, ich stecke nur irgendwie fest. So. Ja, das war schon. Meine Sensoren erkennen weder ihr Gewicht noch ihren Atem, aber ich denke, ich gehe recht in der Annahme, dass sie es irgendwie ins Innere des Hauses geschafft haben. Ich kann nur gerade nicht sagen, ob das so schlau war. Seien Sie nicht unhöflich. Zeigen Sie sich. Was ist denn los mit dir, du komischer Hampelmann? Ach komm, die Emily, echt, ne? Kriegt sie das jetzt nicht hin, oder was? Na, du kriegst das nicht hin. Ich will ja nur zu dieser Kackrune. Vielleicht hier rauf. Ich messe ihre Bewegungen. Ich weiß, wo sie sind. Atemberaubend. Laut den Waagen unter dem Boden und den akustischen Sensoren sind sie verdammt schnell. Toll. Soll mich das jetzt trösten? Das ist kein Bild zu mitnehmen. Leider. Ich wollte eigentlich nur die Kugel haben, ne? Kommen Sie ja nicht zu Tode da draußen. Wäre schwer zu reinigen. Der Gestank, Sie verstehen. Natürlich. Wir sind da richtig, oder? Wir kommen zumindest verdammt nah an das Ding ran, aber... Aktiviere den Blitzpfeiler! Winzies! Ich bin bestimmt schon an 20 Bildern vorbeigelaufen. Alter! Da.
Na toll, da ist die erste Rune schon voll kompliziert. Bei solchen Preisen sollte man uns nicht warten lassen. Es gibt nur einen Kirin Jindosh. Er kann verlangen, was er will. Außerdem kannst du dir problemlos ein paar dieser Federwerke leisten. Dein Vermögen hat sich immerhin verdoppelt, seit der Herzog die Silberminen übernommen hat. Weniger Lohn bedeutet mehr Gewinn. Aber meine Zeit ist mir wichtiger. Ich warte nicht gern. Ich auch nicht. Wann habe ich das letzte Mal mehr als eine Stunde auf etwas gewartet? Ich weiß es nicht. Ist irgendwie auch aufregend. Wie viele Federwerke hast du gezählt? Sie sind nummeriert, glaube ich. So ist es, aber 36, 46... Ah, wir haben meinen Blitzpfeiler gefunden. Die elektrische Entladung meiner Federwerke macht sie überflüssig. Aber den hier behalte ich als Erinnerung an Sokolovs alte Erfindung. Da ist er wieder. Was glaubst du, mit wem er redet? Dauert nicht das mehr lang. Die zwischen diesen Dingern und den Raumtransformationen kann es niemand so weit ins Haus schaffen. Nicht mehr auf Jindosh warten. So, ich speichere hier mal. Okay. Wir sind, wir sind dem einen Dingens der ersten Rune gar nicht mal so weit entfernt, sage ich jetzt mal. Sollte irgendwie da unten sein. Ich habe keine Ahnung, ob man ist anders. Da braucht sich irgendwas zusammen. Weg da! Die Maschine braucht Platz. Wow! Was war das? Komm zurück! Löse elektrostatische Ladung aus. Weg bleiben! Du bist tot! Das war nicht schlau. Okay. Ich lade nochmal. Da. Das war richtig, ich hoffe. Okay, die sind natürlich böse. Sind ja auch die Wachmänner, ne? Das heißt, am besten von denen nicht sehen lassen. Gut. Dann gibt es jetzt noch eine andere Möglichkeit, um eventuell an diese blöde Rune zu kommen. Kumankum. Ja. Fortsetzen. Hä? Ah jo, passt schon, ne? So, und zwar da unten drum. Da hinten ratzt. Das Ganze ist wieder weiter unterhalb. Da drüben haben wir was zum Heilen, das ich wahrscheinlich nicht brauchen werde. Voll. Diebstahl. Ah, da liegt der Schlüssel. Ich sehe ihn. So. Okay. Okay. Die Rune ist irgendwie unter uns, ne? Okay, warte kurz. Ich glaube, das können wir wieder speichern. So. Okidoki. Das ist ein großes Kapitel, ne? Heureka. So. Hüpf. Wäre schön. Da
Das ist alles Glas, ne? Was? War das jetzt die Spule oder was? Das war die Spule, ne? Scheißendreck. Mist. Verdammt. Ich dachte, man kann da einfach runter, aber nö, ist alles Glas, ne? Es wäre auch ganz wichtig, mal den Strom auszuschalten. Und der Part ist auch schon wieder zu Ende. Es ist schlimm, wie die Zeit vergeht, echt. So. Warte, ich verstehe. Ja, ich wollte mich eigentlich verstecken. Da hat sich was bewegt. Freilich kommt er her. Ist auch ganz klar, dass der herkommt. Hey, was? Schön heier. Brav. 10 Münzen. Die Rosenbuschen, ne? Das ist gar keine Rose, oder? Oder doch? Doch, irgendwie? Nein. Nein, keine Rose. Das ist so lustig, wie die schlafen. Naja, das war's dann wieder für heute. So, den Part werde ich jetzt beenden. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!